Zahlreiche Unternehmer in Finsterwalde und hier in Herzberg protestierten am Dienstag erneut gegen die Zwangsschließungen ihrer Geschäfte. Mit einer Plakataktion machte man auf die immer prekärer werdende Situation aufmerksam. Ja, hallo, Irene und Bianca, nur einige der Mitarbeiter vom Busunternehmen Jaich. Und wir machen hier mit bei der Aktion 5 nach 12, denn gerade die Reisebranche hat es sehr hart getroffen. Wir haben im letzten Jahr viele Reisen absagen müssen, uns ist Weihnachten, Silvester entgangen, uns ist die grüne Woche entgangen, die Februarferien und jetzt werden auch schon wieder die Osterferien in Frage gestellt. Wir brauchen endlich einen Plan, wann wir wieder loslegen dürfen. Denn Reisen bedeutet Vorbereitung, das dauert und es ist gerade jetzt in der Pandemiezeit sehr wichtig. Also bitte endlich mal einen Plan für uns. Angeschoben hatte die Aktion der Gewerbeverein in Luckau. Am Protest teilgenommen haben zahlreiche weitere Städte, darunter Lübbenau, Spremberg, Herzberg und Finsterwalde. Wir als Gewerbeverein wollen einfach nur die Öffnung der Ladengeschäfte und des stationären Handels hier in der Innenstadt wieder erreichen. Uns geht es nicht darum, die Maßnahmen der Regierung zu verharmlosen oder die Pandemie zu verharmlosen. Es geht tatsächlich darum, dass wir genau die gleiche Möglichkeit haben wollen wie Aldi und Lidl, unsere Geschäfte zu öffnen und zu verkaufen. Das ist alles. Unterstützung in Sachen Protest bekamen die Unternehmer auch aus den Stadtverwaltungen, so unter anderem von Herzbergs Bürgermeister Carsten Eule-Prütz. Aus unserer Sicht ist es schon notwendig, weil auch in den Gesprächen, die ich mit den Einzelhändlern führe, dass so rüberkommt, dass für viele das existenzbedrohend ist. Und wir als Stadt, als auch natürlich die Einzelhändler selbst, verstehen zum Beispiel überhaupt nicht, warum Friseure aufmachen können. Es wird ihnen gegönnt, aber die sind 2 Stunden mit dem Kunden zusammen. Und wenn ich hier in ein Modegeschäft gehe, bin ich nach einer Viertelstunde wieder raus. Und man kann das ja wirklich so regeln, dass nur ein Kunde da ist. Also dieses Unverständnis darüber, wie geöffnet wird, ist einfach sehr groß. Und wir fordern da auch nochmal Nachdenken, dass das geändert wird, um auch allen eine Perspektive zu bieten, weil viele wirklich in der Existenz bedroht sind. Die Brandenburger Landesregierung beschloss unterdessen eine mehrstufige Öffnungsperspektive. Diese sieht vor, dass zum 1. März neben den Friseurgeschäften auch die Baumschulen und Gartenfachmärkte wieder öffnen dürfen.